So, das testen wir jetzt einfach mal aus. Und da wäre es eigentlich ganz geil, nochmal einen eigenen Kipper für den Häcksler zu haben. Ja, ist ja gut. Denn dann könnten wir den Häcksler und den Kipper einfach dort drüben lassen und dann... Problem ist aber halt, dass ich diesen Trigger brauche, um den Häcksler zu betreiben, weil der Rest hat zu wenig FPS. FPS. PS. So, da haben wir doch auch schon den Wald. So. Und von wo kommt man da? Moment. Warte mal, ich bin gerade verwirrt. Ach, da oben bin ich. Genau. Jetzt weiß ich es wieder. So. Dann holen wir noch schnell einen Kipper, würde ich sagen, und stellen den dahin. Dazu nehme ich jetzt einfach mal den hier. Ich denke, mit einem... mit einem Gewicht vorne dran, denke ich, sollte das ja eigentlich kein Problem sein. Oh. Ich war nämlich einen Ticken zu viel gefahren. Jawohl. Nice. Warte mal. Dann machen wir das gerade nochmal weg. Wie viel denn? Preise? Lol, mal 1,9, wie nice ist das denn? Wie nice ist das denn bitte? Stimmt, wir haben ja auch ein Hackschnitzellager, habe ich ganz vergessen. Aber ich werde das natürlich nicht ins Lager erst fahren und von dort aus dann dahin, sondern natürlich direkt von dort aus ins Biomasse-Heizkraftwerk. Heizwerk, nicht Heizkraftwerk, Heizwerk. Wo sage ich eigentlich immer Heizkraftwerk? Da ist auf jeden Fall die Biogasanlage. Ach, alles klar. Ah. Hä? Ach nee, das ist von den Rundballen. Da unten, das ist die BGA. Erstmal wieder Bullshit hier droppen. Weißt du, nicht Knowledge droppen, sondern Bullshit droppen. Weißt du? So, einfach geht das. So. Fahren wir hier wieder an der guten Windmühle vorbei. Die auch in den Trailern irgendwie ein bisschen fröhlicher aussah. Irgendwie sah das ganze Spiel in den Trailern ein bisschen fröhlicher aus. Farbiger halt. Ich finde, dem Spiel fehlt es echt ein bisschen an Farbe. Ich hoffe halt einfach auf... Der Grafikstil ist schon immer so. Ich hoffe einfach mal auf einen neuen. Ich hoffe einfach. So, wie machen wir das jetzt? Machen wir hier einfach den hin.
So, und schon machen wir den Häcksler hier hin. Das ist ja Bullshit. Das ist ja so Bullshit, wie ich das jetzt hier machen will. Der Kran ist ja auf dieser Seite. Deswegen machen wir es so. Ne? Und dann machen wir... Machen wir da das Dingens hin. Hier. So. So, Rohr ausfahren. Gucken wir mal. Well, nice. Das hat schon mal geklappt. So. Der Häcksler sieht irgendwie leicht verändert aus, kann das sein? Und auch das Ding hier lässt sich jetzt mal geil steuern. Der Kran, der war ja vorher total schlimm zu steuern. Gucken wir mal, wie das jetzt so funktioniert. Ah ja, so macht das Spaß. So ist das doch toll. So, gucken wir mal, ob das jetzt auch hier endlich mal hier gut funktioniert. Moment. Ich mach mal gerade nochmal aus. Um einfach das besser platzieren zu können. Okay. Das ist immer noch ein bisschen schwierig, aber YOLO. Von daher. Aber es gibt nicht mehr diesen Bug mit dem, ja, dass das da so rumglitscht hier, also Moment, dann mach ich mal gerade hier richtig. So. Jawohl. Das funktioniert doch hier wie am Schnürchen. Vielleicht ist das ja jetzt auch ergiebiger. Das gucken wir ja gleich mal dann gucken. Wir machen jetzt mal hier den ganzen Stapel. Moment, dann machen wir nochmal. Ey, nein. Och nö, jetzt fällt es da runter. Es ist halt umständlich, immer mit dem Häcksler zu wandern. Das ist echt umständlich. Das wäre besser, wenn das anders gehen würde, aber ist halt so bei einem Häcksler. Wäre halt cool, wenn der so einen kleinen Tank hätte. Das können wir ja mal gerade ganz kurz ausprobieren. Ob der einen kleinen Tank hat. Aber ich schätze mal nicht. Hallo. So. Ey, was mache ich denn für ein Bullshit? So. Jetzt. Einfach nur noch. Moment. Ach komm. Okay, also nein, er hat keinen Korntank, das geht dann verloren.
wenn man das ohne macht. So. Aber es geht schon um einiges besser. Boah, und vor allen Dingen ist der Anhänger schnell voll. Okay, das eine Stück will gerade noch nicht. Das kleine Stückchen. Komm, helfen wir dem mal ein bisschen. Ach komm. Na, fast. So. Dieses kleine Fetzelchen, was hier unten noch liegt, das machen wir auch nochmal. Komm. Ah, Mist, fast. Fast. Okay, endlich. So. Ja. So, dann hoffen wir mal, dass das jetzt hier einigermaßen läuft. So, alles klar. Ein paar Stücke backen sich manchmal noch fest. Müssen wir dann immer noch mal ein bisschen nachschieben. So. Aber wir rutschen ein Stückchen weiter. Naja, gehen tut's ja doch ein bisschen. So. Dann nehmen wir das hier. Hui. Das ist natürlich nice, dass es jetzt hier direkt eine große Nachfrage gab mit dem Hackschnitzel. Ja, ich habe natürlich auch schon lange nicht mehr geliefert. Natürlich ist da die Nachfrage jetzt groß. Wieso kann ich den denn nur bis dahin machen? Das für ein Mist. Na egal. So, komm. Ich mache hier gerade Bullshit. Merkt er wahrscheinlich. So. Dann los. So. Und so. So. Und so. Rein da. Alles klar. Dann nehmen wir hier noch ein Stück Holz. So. Das ist mal ein dickes Stück Holz hier. Alter, ich bin so blind, ne? Das kann man aber auch halt auch noch echt nicht sehen. So gut. Solange sie alles noch. Das ist zwar ein 3D-Spiel, aber es ist 2D. Also 2D dargestellt. Nee, dargestellt wird es 3D, aber man, nee, keine Ahnung, kenn mich damit nicht so aus.
Shit, Alter. Ich bin so ein Dummbatz, ey. Nein, roll nicht weg. Boah, Alter, das ist so umständlich. Ich glaube, ich werde den Häcksler doch nicht benutzen. Ey, nein! Bitte! Also, der Häcksler ist halt einfach von der ganzen... vom ganzen Aufbau her ungünstig, sag ich mal so. Der Kran zumindest. Nein, wie soll man das denn da das richtig hinbekommen? Das ist nicht machbar. So. Ja, und wenn das natürlich so rum ist, wie soll das denn dann gehen? So. Alter. Boah. Ist das umständlich. Da habe ich doch schon 50 Mal... das anders gemacht. So. Dann haben wir auch noch ein Stück Holz. Auch, dass man den Kran nicht so weit runter machen kann, ist auch schon so nachteilhaft. So. Ey, was ist denn das? Hallo? So, warte mal. Ich mach das jetzt mal ganz easy. So. So. Und so. Wieso geht das jetzt da drüber? Ey. Das ist doch manchmal echt zum Heulen. Nice. Boah, was eine Konstruktion. Hätten das Band aber auch nicht mal ein bisschen länger machen können, ne? Boah, Alter, was für eine Construction, ey. Nice one, Alter. Das ist erste Sahne. Jetzt lass los. So, nice.